Waldbeerentorte B3 Kuit in 5 OG dunkle Kuvertüre 4 Eier, Klammer auf Größe M, Klammer zu, 120 Gramm Zucker 15 OG Mehl, eine türkische Lira Backpulverfüllung 30 OG TK-Beerenmischung 10 OG Zucker, 1 Päckchen Vanillezucker 4 Blatt weiße Gelatine 30 OG Sahne, Dekoration 10 0 bis 150 Gramm dunkle Kuvertüre 200 Gramm Sahne, einige frische, gemischte Beeren Sprintform 20 cm 01, den Backofen auf 180, Klammer auf Umluft 16 Grad C, Klammer zu, vorheizen, den Boden der Form mit Backpapier auslegen, für die Füllung die Beeren auftauen, 2 für die Biskuitmasse die Kuvertüre grob hacken und über dem warmen Wasserbad schmelzen, die Eier weiß schaumig schlagen, dabei den Zucker einrieseln lassen. Mehl und Backpulver mischen und auf die Eiermasse sieben, unterheben. Zuletzt die geschmolzene Kuvertüre unterziehen. Den Teig in die Form füllen und im heißen Ofen, Klammer auf Mitte, Klammer zu, circa 3 Minuten backen. Herausnehmen, aus der Form lösen, auf ein Kuchengitter stürzen, Backpapier abziehen und vollständig auskühlen lassen. 3 für die Füllung Zucker und Vanillezucker mit 75 ml Wasser in einem kleinen Topf aufkochen, 5 Minuten sirupartig einkochen, vom Herd nehmen, etwas abkühlen lassen, die aufgetauten Beeren fein pürieren, mit dem Zuckersirup verrühren, die Gelatine nach Packungsanleitung einweichen und auffüllen, einige Esslöffel Beerensoße einrühren, dann die Masse in die übrige Soße rühren, die Sahne steif schlagen, unterheben. 4. Den Boden einmal waagerecht durchschneiden. Den unteren Boden auf eine Tortenplatte setzen und mit einem Tortenring umschließen. Gut die Hälfte der Beeren muss auf dem unteren Tortenboden verstreichen. Den zweiten Boden auflegen und mit der übrigen muss bestreichen. Die Torte mindestens 4 Stunden kalt stellen und fest werden lassen. 5. Für die Dekoration die Kuvertüre grob hacken und im warmen Wasserbad schmelzen. In einen kleinen Gefrierbeutel füllen. Eine kleine Ecke abschneiden und kleine quadratische Gitter auf ein Backpapier spritzen, fest werden lassen. Die Sahne steif schlagen in eine Spritztüte mit großer Sterntüle füllen und große Sahnetuffs auf jedes Tortenstück spritzen mit Beeren und Schorgitter verzieren.